Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende, der zweite Teil der Sprachphilosophie-Vorlesung beginnt heute jetzt mit mir. Den ersten Teil hat Professor Sanz übernommen. Und ich beginne auch gleich mit dem ersten Thema. Heute geht es nämlich um Willett van Orman Quine's sehr berühmte Theorie der Unbestimmtheit der Übersetzung, auf Englisch Indeterminacy of Translation. Und was es damit auf sich hat, möchte ich gleich Ihnen darlegen. Vorher aber einige ganz kurze biografische Informationen zu Quine. Quine lehrte an der Harvard University und in den USA und er gilt als einer der bedeutendsten Philosophen in der analytischen Philosophie, wie aber auch als Wegbereiter des modernen Naturalismus. Daniel Dennett, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, weil er in allen möglichen Debatten viel publiziert hat, ist einer seiner Schüler. Quines Publikationen beschäftigen sich neben Fragen der Sprachphilosophie, um die es heute geht, hauptsächlich mit einer holistischen Erkenntnistheorie, aber darüber hinaus hat er auch wesentliche Publikationen im Bereich von Logik und Wissenschaftstheorie vorzuweisen. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass Quine gar nicht so umstritten ist, obwohl er so eine Galionsfigur auch im Fahrwasser der analytischen Tradition ist. Und das hängt damit zusammen, dass Quine eine holistische Erkenntnistheorie eigentlich wesentlich favorisiert oder darüber eben viel publiziert hat und insofern auch als Vertreter einer pluralistischen Ontologie gilt. Pluralismus gilt aber wiederum als kleiner Bruder vom Relativismus und der Relativismus steht wiederum nahezu bei einigen Philosophen zum Beispiel zumindest als Synonym für den Skeptizismus. Und das sei nur noch einmal erwähnt, weil eben also Quine einerseits so extrem berühmt ist, aber doch viele auch den Eindruck haben, sein Werk hat zumindest aus einer gewissen Perspektive des wissenschaftlichen Realismus eigentlich eine zu pluralistisch-ontologische Grundhaltung, die letzten Endes zum Relativismus tendiert. Und das wird sich auch heute in der Darlegung seiner Theorie der Unbestimmtheit der Übersetzung nochmal zum Ausdruck bringen. Ich möchte noch als Einstieg eine kleine Anekdote erwähnen. Und zwar hat Quine im Jahr 1992 einen Protestaufruf der Londoner Tageszeitung The Times mit unterzeichnet, mit vielen anderen Professoren. Und zwar richtete sich der Aufruf gegen die Verleihung eines Ehrendoktors der University of Cambridge an den französischen Philosophen Jacques Derrida, hier auf der Folie rechts unten abgebildet, und auf den werden wir in der Sprachphilosophie auch noch zu sprechen kommen. Aber das ist wirklich erst einmal seltsam, also dass Quine diesen Protestaufruf mit unterzeichnet, denn tatsächlich teilen Quine und Derrida zahlreiche Thesen, wenn sie auch diese in ganz verschiedenen Fachbereichen analysierten. Derrida tut es im Rückgriff auf die Tradition der Phänomenologie. Quine, zumindest der frühe Quine, erst einmal in der Auseinandersetzung mit dem logischen Positivismus und dem Wiener Kreis. Und ich hatte ursprünglich überlegt, einen Auszug aus diesem Protestbrief zu schreiben, weil dieser Auszug nochmal so ein bisschen die Kluft zwischen sogenannter analytischer Tradition und kontinentaler philosophischer Tradition nochmal besonders schön veranschaulicht, obwohl diese Kluft selber extrem umstritten ist, weil viele der analytischen Philosophen der analytischen Tradition eigentlich der kontinentalen Tradition entstammen. Aber ich habe mir dann überlegt, das mache ich später, wenn wir zu Derrida kommen, denn ich muss auch erstmal einen kleinen anderen Umweg nehmen, um sie überhaupt ein bisschen in den Kontext der Problematik der Unbestimmtheit der Übersetzung zu bringen und damit ich nicht zu viele Umwege mache, also mehr über diesen Aufruf gegen Derrida in der Derrida-Vorlesung. Okay, kommen wir jetzt gleich in den Kontext der Thematik von heute, Unbestimmtheit der Übersetzung. Der Kontext von Quines Theorie beginnt mit dem Problem, das die Gründungsväter des Empirismus hinterlassen hatten. Und wenn Sie die Erkenntnistheorie-Vorlesung verfolgt haben, dann wissen Sie auch in einem gewissen Sinne, was ich meine. Erinnern Sie sich, dass der klassische Empirismus, wie von Locke und von Hume vertreten, dezidiert skeptischer Natur war, und speziell bei Hume jede Brücke zwischen Geist und Welt scheinbar abgebrochen ist. Nun steht Quine dieser Tradition des Empirismus, wie nahezu jeder Philosoph, der dem Naturalismus andenkt, natürlich sehr nahe. Aber seine Gegner sind nicht wie im 17. und 18. Jahrhundert die Vertreter des sogenannten Rationalismus, gegen die sich Locke und Hume gerichtet hatten, sondern Quine sah vielmehr einige seiner Lehrer als philosophische Gegner an, dass sie dem sogenannten Wiener Kreis angehörten oder zumindest mental nahestanden. Das betraf Philosophen wie Rudolf Carnap, wie Bertrand Russell, Alfred Ayer, den frühen Wittgenstein, um nur einige hier zu nennen. Und was diese
Autorin erst einmal prägt in ihrem Anspruch, also diesen Kreis zu gründen, war die Philosophie vom Ballast, jetzt etwas polemisch gesagt, vom Ballast der Ethik oder der Ästhetik oder der Metaphysik zu befreien, um sie für die Leistungskraft einer modernen Naturwissenschaften sozusagen fit zu machen. Und das geht schon direkt gegen die Tradition der Transzendentalphilosophie Kants, denn erinnern Sie sich, Kant schrieb ja nicht nur eine Kritik der reinen Vernunft, er schrieb ja auch eine Kritik der praktischen Vernunft, also wo es um Fragen der Ethik geht, und er schrieb auch eine Kritik der Urteilskraft, das heißt wiederum eine Kritik, in der es um den Bereich der Ästhetik geht. Und auch das ist für den Wiener Kreis in gewissem Sinne schon zu viel. Spezielles Ziel des Wiener Kreises war nun das Projekt, eine Idealsprache freizulegen, die uns einen klaren Bezug zum Objekt der Welt eröffnet oder zu den Objekten in der Welt eröffnet. Und auch der frühe Wittgenstein war in diesem Projekt mit seinem Tractatus Logico-Philosophicus zumindest teilweise beteiligt, selbst wenn stark in der Forschung umstritten ist, ob Wittgenstein nicht vielmehr doch das Anliegen des Wiener Kreises durchkreuzte. Aber das muss uns hier vorerst nicht interessieren. Bleiben wir erst einmal auch wiederum sehr grob gesprochen, um überhaupt den Kontext von Quine zu verstehen, bei der Idee einer philosophisch präzisen Idealsprache als Forschungsprojekt des Wiener Kreises. Was sollte diese Sprache, diese Idealsprache leisten? Nun, sie sollte die natürlichen Sprachen, die wir aus unserem Alltag kennen, Englisch, Französisch, Deutsch, von falschen Oberflächengrammatiken befreien und somit eine wissenschaftliche Grundsprache dieser natürlichen Sprachen freilegen. Warum? Nun, um auf diese Art und Weise die modernen Naturwissenschaften beim sauberen Denken zu unterstützen. Der Anspruch bestand also darin, die Naturwissenschaften zu begleiten und mithilfe einer Idealsprachentheorie eine Art Brücke zwischen Geist und Welt zu bauen, weil diese Autorin eben der Meinung war, dass die natürlichen Sprachen oder dass wir in unseren Ausdrucksformen der natürlichen Sprachen zu schnell letztendlich logisch falsche Propositionen artikulieren, uns darüber aber keine Rechenschaft bieten, solange wir die Oberflächengrammatiken nicht generell aus der Perspektive einer präzisen logischen Sprachstruktur, die Idealsprache, analysieren können. Deswegen spricht man bei den Vertretern des Wiener Kreises auch vom logischen Empiristen. Wie der Name sagt, sollten Gehalte empirisch-wissenschaftlicher Forschung mit dem logischen Gerüst einer Idealsprache, zum Beispiel in Form von Protokoll oder Basissätzen, so verknüpft werden, dass Wissenschaft durch Logik sprachlich grundgelegt wird. Logik wurde dabei in einem gewissen Sinne zu einer neuen Metaphysik, während die klassische Metaphysik scheinbar nur sinnlose Sätze produzierte. Das heißt, die klassische Metaphysik, die sich nicht nur mit Fragen der Erkenntnis beschäftigte, sondern auch, wie im Fall von Kant, auch mit Ideen wie Gott, Freiheit und Sterblichkeit der Seele etc., war noch nicht einmal auf der Höhe, dass man ihre Sätze für wahr oder falsch halten könnte. Die klassische Metaphysik sprach einfach aus der Perspektive der Vertreter des Wiener Kreises sinnlose Sätze. Sie hatten nicht einmal das Potenzial, als wahr oder als falsch zu gelten. Das ist ein bisschen der Kontext, vor dem Quine jetzt eine Art Fundamentalkritik gegen die Tradition des Wiener Kreises auffährt. Quine beginnt nun seine Karriere damit, dass er die Prämissen dieser neuen, also ich nenne das mal Metaphysik, der logischen Sprachstruktur in Frage stellt. Dann tut er das mit einer sehr hegelianisch klingenden Begründung, nämlich mit dem Hinweis darauf, dass all unsere Weltbezüge immer schon durch Formalbedingungen der diskursiven Struktur unserer Erkenntnis geprägt sind. Wenn nun aber die Vertreter des Wiener Kreises glaubten, so etwas wie eine logische Idealsprache entfalten zu können, wo die Bedeutung eines Satzes in den Bedingungen seiner Verifikation liegt und nur solche Sätze als wissenschaftlich zu gelten haben, die man durch protokollartig aufweisbare Erfahrungen verifizieren kann, dann behauptet Quine, dass das unmöglich ist. Warum? Nun, weil die Prämissen des Wiener Kreises von der eigenen Theorie, die der Wiener Kreis vertritt, eigentlich nicht zu rechtfertigen sind. Sie müssen gesetzt werden, sind aber logisch nicht beweisbar. Und das ist natürlich ein fundamentaler Selbstwiderspruch. Oder anders gesagt, es gibt für Quine nicht so etwas wie Basissätze oder Protokollsätze, die unsere empirischen Erfahrungen sozusagen mit einer logischen Sprachform so vereinen, dass es einen logischen Aufbau der Welt gibt, der bei Sinnesdaten ganz phänomenologisch beginnt und bei abstrakten Sprachen der Mathematik und der Physik dann sozusagen endet. Wenn ich vom logischen Aufbau der Welt spreche, dann ist das ein berühmtes Buch von Rudolf Carnap vom Jahr 1928. Und das drückt eigentlich schon in gewissem Sinne das Ideal des logischen Empirismus aus, eben durch eine Idealsprache Geist und Welt zu verbinden, sodass man von
von phänomenologisch simplen Eindrücken, die durch Basissätze und Protokollsätze verifiziert werden, letzten Endes immer komplexer seine Theorien aufweisen kann. Aber die Grundidee ist letzten Endes, das Theoriekomplex mit der Grundstruktur der Wirklichkeit durch eine Idealsprache zu verzurren oder miteinander in Kontakt zu bringen. Quine lanciert seinen Angriff in einem seiner berühmtesten Aufsätze von 1951, Two Dogmas of Empiricism. Und er tut es dadurch, dass er zwei Grundüberzeugungen bzw. zwei Dogmen, die den logischen Empirismus auszeichneten, in Frage stellt. Und ich sage das hier nur im Schnelldurchlauf, da wir uns ja letzten Endes auf dem Weg zur Theorie der Unbestimmtheit der Übersetzung befinden. Das erste Dogma steht Quine zufolge für die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen. Dazu sage ich hier nichts aus Zeitgründen. Aber so viel lässt sich hier andeuten, dass Quine diese Unterscheidung untergräbt und damit auch das Ideal einer analytisch-logischen Erkenntnis selbst in Frage stellt. Das zweite Dogma, das habe ich hier rot markiert, habe ich auch schon gerade benannt. Es steht für den Glauben an eine Verifikationstheorie der Bedeutung durch eine sprachlogische Verknüpfung unseres empirischen Zugangs zur Welt mit unserem Geist. Aber nun kommt Quine daher und behauptet, dass es unmöglich sei, einen Satz so wahrzumachen, dass eine klar bestimmbare Menge von empirischem Anschauungsmaterial diesem Satz und nur diesem Satz entspricht. Nur diesem Basissatz und nur diesem oder Protokollsatz entspricht. Und warum ist das so? Nach seiner Meinung nun, weil Sätze immer schon Teil von Theorieclustern sind und Theorien sich immer als unterdeterminiert aufweisen können, verglichen mit anderen Theorieclustern, wenn es um einen bestimmten Ausschnitt der empirischen Wirklichkeit geht. Der Begriff von einer homologen Bedeutung eines empirischen Inputs muss also als unwissenschaftlich und letztlich nicht begründete These oder nicht begründbare These aufgegeben werden. Es gibt einfach keine univoke Sprache, mit der wir unsere empirischen Erkenntnisse an die Außenwelt regelrecht anbinden könnten. Die Kluft zwischen Geist und Welt ist erkenntniskonstitutiv unüberbrückbar und sie kann nicht durch die logische Struktur einer Idealsprache, die glaubt, empirisches Wissen durch Protokoll- oder Basissätze sozusagen dingfest zu machen, überwunden werden. Das ist erstmal die Grundintuition oder der Grundkonflikt, warum sich Quine gegen seine Lehrer und gegen das Projekt einer quasi wissenschaftlichen, idealtypischen Sprache richtet. Wer an so eine Idealsprache glaubt, ist einfach eine Art Metaphysiker, gesteht es sich aber letzten Endes nicht ein. Aber er ist sicher aus der Perspektive von Quine kein Empirist. Für Quine zeigt sich daher der Glaube, unseres Wissen durch Basissätze grundlegen zu können, als eine Art neuer Mythos. Denn schon auf der Ebene unserer primitivsten Bezüge zur Außenwelt sind wir als erkennende Wesen immer schon theoriegetränkt. Alle Bemühungen, also unsere naturwissenschaftlichen Theorien durch Idealsprache im Sinne von Basis- und Protokollsätzen mit der außermentalen Wirklichkeit zu verteuen, sozusagen, hält Quine, wie gesagt, für einen Rückfall in eine neue Metaphysik, wodurch der logische Empirismus gerade eigentlich Metaphysik überwinden wollte. Deshalb kann auch Quine folgendes Urteil fällen, dass nämlich eine korrespondenztheoretische Vorstellung unserer Erkenntnis zur Außenwelt Unsinn sei, es sei denn, man spreche immer im Rahmen eines Koordinatensystems. Das heißt aber nicht, dass Quine nicht auch von David Humes Induktionstheorie ausgeht. Das heißt, Quine geht sehr wohl davon aus, dass sich unser Wissen durch Reize an unseren Sinnesrezeptoren entfaltet, insofern diese Reize dann in Sprache und Begründungsstrukturen aufgefangen werden. Nur das, was diese Reize uns dann vermitteln, kann erst relativ zu unseren theoriegesättigten Hintergrundannahmen verstanden werden. Das heißt im Rahmen einer holistischen Erkenntnisstruktur. Und diejenigen, die auch die Erkenntnistheorie in diesem Semester hören, erinnern sich an die Kritik von Quines Schüler Donald Davidson, der behauptet, dass Quine zwar die beiden Dogmen des logischen Empirismus vernichtet hat, aber letztlich immer noch an einem dritten Dogma festhält, das zwischen einem Inhalt der Erfahrung und einer formalen Verarbeitung der Erfahrung durch Kategorien oder durch ein Web of Belief immer noch festhält. Und Davidson lehnt das ab, aber wie wir auch gleich nochmal sehen werden, ist dieser Grundgedanke bei Quine tatsächlich sehr stark. Das nur als eine kurze Erinnerung. Quines Bedeutungsrelativismus wird nun sehr konkret und sehr anschaulich in seinem Buch Wort und Gegenstand. Und damit sind wir auch schon beim dem Textabschnitt, den Sie für diese Vorlesung lesen sollten. In diesem Text entfaltet Quine nämlich ein berühmtes Beispiel, das verdeutlicht, wie er unseren Bezug zur Wirklichkeit verstanden wissen will. Und zwar vor der Problematik, dass unser Bezug zur Wirklichkeit
zwar einerseits auf Reizinputs beruht, natürlich, ihr geht auch davon aus, dass ich affiziert werde permanent durch meine Sinnesorgane von dem, was auf sie einströmt, aber deren semantisch-ontologische Verarbeitung ganz unterschiedlich ausfallen kann, sodass man eben nicht einfach sagen kann, naja, bauen wir all unser empirisches Wissen mal auf Grundstrukturen von Basissätzen, Protokollsätzen, die ganz klar festschreiben, wie sich ein bestimmter empirischer, sinnlicher Input einer Anschauung verhält zu einer Proposition. Denn genauso mag es einem Sprachwissenschaftler ergehen, nämlich der irgendwo ein unbekanntes Naturvolk besucht und plötzlich hört, wie dort eine Eingeborene oder ein Eingeborener auf einen vorbeilaufenden Hasen hin das Wort Gabagai ruft. Wären wir nun der Sprachwissenschaftler, dann würden wir wahrscheinlich sofort glauben, dass die Eingeborene mit Gabagai Hase meint. Ist ja irgendwie sehr naheliegend. Aber Quine behauptet, dass das eine sehr voreilige Vermutung sei, denn es ist noch völlig ungeklärt, aus welchen verborgenen Hintergrundannahmen die Eingeborene sich auf den Reizinput bezieht. Wenn also der Sprachwissenschaftler glaubt, hier sei von einem Hasen die Rede, dann täuscht er sich potenziell, denn Gabagai könnte eine ganze Vielzahl von anderen Dingen denotieren und zum Beispiel nicht nur ein einzelnes Objekt. Gabagai könnte für, das sind jetzt meine Beispiele, für unser Mittagessen stehen, also gar nicht für eine Tiergattung oder für Vierfüßler etc. Aber nicht nur das, Quine treibt das Beispiel noch sehr viel weiter, wenn er außerdem darauf hinweist, dass auch ganz verschiedene ontologische Vorannahmen mit dem Wort Gabagai verbunden sein könnten. Die Eingeborene mag eine andere Metaphysik vertreten und statt von einem konkreten Hasen vielmehr zum Beispiel von einer platonisch-metaphysischen Hasenheit sprechen, die an die platonische Idee des Hasen teilhat. Quine schreibt dann zum Beispiel, Rabbithood is manifesting itself there, also hier in der Welt. Die Welt wäre hierbei also nur der Bereich, in dem sich die ewigen Formen aus Platons Ideenhimmel instanzierten. Das ist natürlich übertrieben gesagt, aber er will ja nur noch mal deutlich machen, dass wir nicht voreilig annehmen sollten, dass alle Menschen mit gleichen ontologischen Grundannahmen sich auf bestimmte sinnliche Inputs beziehen. Und gehen wir wirklich davon aus, dass diese Eingeborene eine Platonistin wäre, dann gäbe es halt in ihrer Welt so etwas wie Hasenheiten, Wasserheiten, Tugendheiten etc. All diese Dinge hätten Anteil an ewigen Ideen in einem anderen Bereich der Wirklichkeit, aber die empirische Wirklichkeit wäre sozusagen eine Kopie oder stünde in einer mimetischen Beziehung zu diesen ewigen Ideen. Oder die Eingeborene mag von sich bewegenden Hasenteilen sprechen und nicht von einem Hasen, der als Substanz mehr als die Summe seiner Teile vereint. Oder sie mag eine Aristotelikerin sein und sagen, da ist eine Hasensubstanz mit Hasenakzidentien etc. Ein Zitat von Quine. Also Sie sehen, das Beispiel wirkt erstmal total absurd, aber natürlich geht es um die Frage eben, was sind die Hintergrundannahmen, wenn wir einen anderen dabei beobachten, sich auf etwas in der Welt zu beziehen? Können wir immer gleich sagen, dass der in demselben Bedeutungshorizont steht wie wir? Und Quine will sagen, nein, weil wir erst einmal nur eine Reizreaktionssituation vor uns haben, eben es gibt einen Reizinput und dann eventuell ein Wort. Und jetzt müssen wir verstehen, was kann das alles bedeuten, damit wir nicht zu vorschnellen Fehlschlüssen kommen. Also das Zitat von Quine hier, wenn der Sprachforscher von der Gleichheit der Reizbedeutungen von Gabagai und Kaninchen unmittelbar darauf schließt, dass Gabagai ein ganzes dauerhaftes Kaninchen ist, setzt er dabei schlicht voraus, dass die Eingeborene oder der Eingeborene uns hinreichend ähnlich ist, einen kurzen allgemeinen Terminus für Kaninchen, aber keinen kurzen allgemeinen Terminus für Kaninchenstadien oder Kaninchenteile zu haben. Und Quine will uns damit sagen, das ist eigentlich ein Fehlschluss. Wie gesagt, das Beispiel wirkt etwas absurd, weil wir sagen würden, dass wir im Alltag tatsächlich extrem wenig Probleme haben, einzelne Worte von Sprachen in andere Sprachen zu übersetzen. Nehmen Sie zum Beispiel die Wörter Table oder La Table und Tisch. Hier gibt es doch scheinbar ganz offensichtlich überhaupt kein Problem. Zumindest hatte ich in England oder in den USA nie auf der Ebene dieser Begriffe ein Übersetzungsproblem oder war nie konfrontiert mit dem, was Quine Unbestimmtheit der Übersetzung nennt.
Quine wählt aber natürlich ganz bewusst das Beispiel einer bisher noch nicht erforschten Sprache, um uns erst einmal mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass wir zwar von dieser fremden Sprache ein Übersetzungsmanual anfertigen könnten, und das könnten wir dann tatsächlich auch immer besser und präziser ausgestalten, und doch würden wir in diesen Fällen die Wörter der fremden Sprache immer nur wieder mit den Wörtern unserer Sprache übersetzen können. Deswegen schreibt Quine auch Folgendes: Die These lautet, Handbücher der Übersetzung von einer Sprache in die andere können auf voneinander verschiedene Weise eingerichtet sein, sodass sie alle mit der Gesamtheit der Rededispositionen in Einklang stehen und doch miteinander unverträglich sind. Das ist der entscheidende Satz. Sie divergieren dann in zahllosen Stellen, indem sie als jeweilige Übersetzung eines Satzes der einen Sprache Sätze der anderen Sprache angeben, aber jetzt wieder sehr wichtig, die in keiner einleuchtenden Äquivalenzbeziehung zueinander stehen, wie unscharf man den Begriff der Äquivalenz dabei auch fassen mag. Das ist schon eine ziemlich starke und kontraintuitive These, aber nehmen wir sie erst einmal ernst, um, wie gesagt, das Problembewusstsein, das Quine eröffnet, besser verstehen zu können. Quine behauptet, dass sobald der Übersetzer anfängt, Sätze der Eingeborenen zu segmentieren, oder wenn er anfängt, sie in syntaktische und semantische Einheiten zu zerlegen, er dabei natürlich auf theoretische Vorannahmen zurückgreift, die als solche nicht mehr unabhängiger empirischer Überprüfung zugänglich sind. Aber nicht nur das. Damit ein Übersetzungsmanual zustande kommt, muss der Forscher immer auch Sätze sammeln, bei denen nicht unmittelbar ein Reizinput zu vernehmen ist. Und wie er in diesen Fällen zu verfahren hat, dazu schreibt Quine Folgendes: Er, der Übersetzer, kann sich ein Archiv dieser uninterpretierten Sätze anlegen und sezieren. Einige der Segmente, die er dabei findet, werden schon in den bereits interpretierten Beobachtungssätzen aufgetreten sein. Diese Segmente wird er dann als Wörter behandeln, denen er englische Ausdrücke zuzuordnen versucht, je nachdem, welche Terme die entsprechenden Beobachtungssätze nahelegen. Hier haben wir die analytischen Hypothesen, wie ich sie genannt habe, und an diesem Punkt wird eben schlicht geraten. Quine nennt also die theoretischen Elemente, die der Sprachforscher zum Zerlegen und zum Rekombinieren der eingeborenen Sprache benutzt, analytische Hypothesen. Die Hypothesen A bis D, habe ich hier mal abgedruckt, die hängen zum Beispiel davon ab, wie der Sprachwissenschaftler sein Übersetzungshandbuch aufbauen möchte. Das heißt, wie er die anderen Sätze und Ausdrücke der zu untersuchenden Sprache übersetzt. Hätten wir also zwei Übersetzungsmanuale und in dem einen stünde Gabagai gleich, stünde für unabgetrennte Kaninchenteile und in dem anderen Übersetzungsmanual würde stehen Gabagai gleich Kaninchenheit, Rabbit Hood, dann wären beide Übersetzungsmanuale empirisch gleichwertig. Und so sagt es auch Quine direkt in einem anderen Text, Ontological Relativity, da schreibt er: The term rabbit, undetached rabbit part and rabbit stage differ not only in meaning. They are true of different things. Reference itself proves behaviorally inscrutable. Und ich finde, jetzt wird eigentlich schon deutlich, was er mit Unbestimmtheit der Übersetzung meint. Denn die Richtigkeit einzelner analytischer Hypothesen kann der Linguist nicht unabhängig von seinem restlichen Übersetzungsmanual überprüfen. Das aber wieder kann bedeuten, dass zwei unterschiedliche Sprachforscher bei derselben Menge kategorischer Beobachtungssätze sozusagen zwei unterschiedliche Übersetzungshandbücher entwerfen können. Und beide Übersetzungsmanuale stünden dann gleichwertig nebeneinander. Wir verstehen eventuell nun, inwiefern Quines Theorie radikale Übersetzung letztlich seine These stärkt, dass unser Bezug zu Fakten immer empirisch unterdeterminiert ist. Und er bringt dies in einem Artikel gut auf den Punkt, und da schreibt er, das Zitat habe ich anprojiziert: This holism thesis lends credence, also Glaubwürdigkeit, to the underdetermination thesis. If in the face of adverse observation, also im Fall verschiedener oder sich widersprechender Observationen, Beobachtungen, we are free always to choose among various adequate modifications of our theory,
then presumably all possible observations are insufficient to determine theory uniquely. Wir sehen hier also ganz klar den für Quine wichtigen Bezug zwischen dem Thema der Unbestimmtheit von Übersetzung hin zum größeren und wissenschaftstheoretischen Thema, nämlich der Unbestimmtheit wissenschaftlicher Theorien. Und beides hängt natürlich zusammen, denn natürlich benutzt Quine dieses Beispiel mit Gavagai und dieser Absurdität mit Rabbit Hood und Undetached Rabbit Parts natürlich nicht nur um diese Situation der Unbestimmtheit der Übersetzung von Sprachwissenschaftlern im Kontakt mit Naturvölkern deutlich zu machen, sondern um das eigentlich als ein mustergültiges Beispiel dann auch auf wissenschaftliche Theorien anzuwenden. Eben inwiefern sich Theorien scheinbar auf einen mehr oder weniger univoken Bereich beobachtbarer Sachverhalte beziehen können, aber dann doch zu eventuell ganz unterschiedlichen Manualen oder Übersetzungsmanualen kommen mögen. In dem Buch Wort und Gegenstand, da sagt Quine, in demselben Maße, in dem die radikale Übersetzung von Sätzen durch die Gesamtheit der Dispositionen zu verbalem Verhalten unterbestimmt ist, sind auch unsere Theorien und Überzeugungen im Allgemeinen durch die Gesamtheit der möglichen sinnlichen Belege auf immer und ewig unterbestimmt. Quine weist auf diese Weise auf den Umstand hin, dass wir nicht anders als theoriegesättigt uns auf die Außenwelt beziehen können, da erst immer ein lebensweltliches Hintergrundwissen uns überhaupt die Möglichkeit eines viridischen Bezugs zur Wirklichkeit gibt. Und das wiederum hat nicht nur einen Effekt auf den Anthropologen im Gavagai-Beispiel, sondern betrifft auch die Eingeborene selbst. Mit anderen Worten, nicht nur ist unser Übersetzungsmanual immer unterbestimmt im Verhältnis zur fremden Volkssprache, sondern die Eingeborene selbst, aber auch wir, stehen innerhalb unserer eigenen Sprache selber immer auch in einem Verhältnis von Unbestimmtheit zu der uns umgebenden Außenwelt. Und wie gesagt, dasselbe betrifft nach Quine eben auch den Sprachforscher und nicht nur die Eingeborene, wie ein Beispiel des Gavagai-Beispiels. Auch der Sprachforscher, wie wir, steht im Verhältnis einer Unbestimmtheit seiner Sprache, die nie ganz die Wirklichkeit, die sie einfängt, in ein Verhältnis klarer Korrespondenzbestimmung zur sprachunabhängigen Fakten und Tatsachen bringen kann. Und von hier aus verstehen Sie jetzt eventuell meine einführenden Bemerkungen zu Quines Kritik am logischen Empirismus, denn die Vertreter des Wiener Kreises glaubten im gewissen Sinne an ein logisch freilegbares Korrespondenzverhältnis zwischen Geist und Welt, wenn ich auch gleich an dieser Stelle erwähnen muss, dass Rudolf Carnap seinerseits auch an anderer Stelle eher eine pluralistische Ontologie vertrat. Unbestimmtheit der Übersetzung ist für Quine ein Argument für die Unbestimmtheit sprachlicher Referenz auf die Welt. Der Mensch greift immer schon theoriegesättigt auf Fakten und Tatsachen, wobei die Theorien nie ganz von den einzelnen Individuen verbürgt werden müssen. Sprachliche Verstehensprozesse sind vor diesem Hintergrund immer auch radikale Übersetzungsprozesse, in denen wir Menschen zu verstehen versuchen, was andere meinen, aber auch, was wir selbst meinen oder beziehungsweise wie wir selbst uns auf Faktenlagen beziehen. Ich möchte mit einem Zitat diese Vorlesung beenden. Quine schreibt, "It makes no real difference that the linguist will turn bilingual and come to think as the natives do, whatever that means. For the arbitrariness of reading our objectification into the heathen speech reflects not so much the inscrutability of the heathen mind as that there is nothing to scrute." Also da ist überhaupt nichts, was uns, von dem wir noch weiter tiefer uns vergewissern könnten, was es in Wahrheit ist, so als wären wir dann endlich bei der Faktenlage in ihrer Reinform. "Even we who grow up together and learned English at the same knee or adjacent ones, talk alike for no other reason than that society coached us alike in a pattern of verbal response to externally observable cues." So viel. Vielen Dank.